Moin, Filmjunkies, ich bin Nerd, willkommen bei den Filmnews und das sind die Themen der Woche. Neue Bilder zu Infinity War, Barbie-Film kommt erst 2020, Black Panther schafft die 1-Million-Marke und Unge schafft im YouTube-Netz einmal einen Skandal mit seiner Milch-ist-Gift-Sache. Ja, Leute, der Hype ist natürlich da und Marvels Infinity War Teil 3. Die Avengers sind zurück und ich bin natürlich auch sehr aufgeregt, wie es da weitergeht. Die Zeitschrift Entertainment Weekly veröffentlichte kürzlich nicht nur eine Reihe von Covermotiven, auf denen die Helden von Avengers Infinity War zu sehen sind, sondern auch mehrere neue Fotos. Also das ist natürlich doch genial, oder? Zu sehen gibt es unter anderem Peter Parker, Churi aus Black Panther und den großen Gegenspieler Thanos. Ich zeige euch mal ganz kurz mal hier die Bilder. Zusätzlich zu den neuen Bildern wurden auch die Laufzeit des Films enthüllt. Passt auf, Leute, ne? Wenig überraschend kommt Avengers Infinity War auf einen Rekordwert. Also er wird auf jeden Fall eines der längsten Filme im Marvel Cinematic Universe. Der Film soll 165 Minuten laufen und ist damit fast 10 Minuten länger als Captain America Civil War, der bisherige Rekordhalter mit 147 Minuten. Also ich bin sehr gespannt auf den Film und das ist schon eine längere Laufzeit. Zusammen mit der noch namenlosen Fortsetzung Avengers 4 bringt der Film erstmals alle bisher etablierten Helden des Marvel Cinematic Universe auf der Leinwand zusammen und dient als erstes großes Finale des Filmuniversums. Als Regisseure waren Joe und Anthony Russo, natürlich die waren auch in Captain America Civil War aktiv waren, wieder von der Partie. Das Ensemble vor der Kamera ist riesig und umfasst Robert Downey Jr. als Iron Man, Tom Holland als Spider-Man, Chris Pratt als Star-Lord und so weiter. Kinostart in Deutschland ist am 26. April, Avengers 4 folgt ein Jahr später am 25. April 2019. Der Superheldenfilm vor aus dem Hause Marvel hat's geschafft, vor Infinity War die 1-Milliarden-Dollar-Marke zu knacken, das weltweit. Marvel Studios Black Panther schaffte im weltweiten Box-Office nämlich jetzt die 1-Milliarden-Marke zu knacken. Das ist nämlich nach dem 26. Tag der Veröffentlichung passiert. Es ist nämlich so, das ist die 16. Walt Disney Studios Release und es ist natürlich ein wichtiger Meilenstein für diese Studios. Es ist auf jeden Fall die 5., die das jetzt geschafft hatte im Marvel Cinematic Universe. Dazu gehören auf jeden Fall Avengers Age of Ultron, Iron Man 3 und Captain America's Civil War. International hat Black Panther 500 Millionen Dollar eingespielt an diesem einzigen Wochenende. Das ist schon beeindruckend für ein Debüt. Es ist trotzdem nicht für mich ungewöhnlich, dass Ryan Gosling, nämlich der Regisseur, unser Star-Ensemble Chadwick Boseman als Black Panther, Michael B. Jordan als Bösewicht, Killmonger und Lupita Nyong'o, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, alle überhaupt dafür gelobt werden, sei es von dem Publikum weltweit oder des Kritikertums. Die nächste News dreht sich überhaupt um ein Mädel, nämlich eine Puppe namens Barbie. Barbie kommt nämlich jetzt erst 2020 in die Kinos. Das wird wahrscheinlich erstmal die Mädels unter euch interessieren, weil es ist natürlich Martels Steppenpferd. Der für diesen Sommer geplante Kinofilm über Barbie wird um 2 Jahre verschoben. Die Produktion mit Anne Hathaway, sie ist ja mittlerweile schon 35, in der Rolle kommt erst im Mai 2020 in die US-Kinos, teilte das Filmstudio Sony mit. Demnach werde das Drehbuch nochmals überarbeitet. Der Film über die Puppe handelt von Schönheit, Feminismus und Identität. Ja, also das ist natürlich nichts Neues und das kann man sich auch denken, wenn man die Barbie kennt. Und ein Drehbuch zu überschreiben, umzuschreiben oder zu erweitern, ist heutzutage in Hollywood nichts mehr Neues. Letzte Woche überraschte Simon Ungel, das ist ein YouTuber, der schon ein bisschen mehr über 3 Millionen Abonnenten hat, mit einem Video, was weltweit, oder sagen wir mal eher deutschlandweit, durch die Decke ging, nämlich im Internet. Es war nämlich einmal sein Hashtag Milch ist Gift Video und ja, also das Internet ist aufgeblüht, ein Lee Floyd hat ihn als Vegan-Nazi betitelt und es war ein Wahnsinns-Social-Media-Streich von ihm. Das ganze Internet hat darüber gesprochen. Ich selber finde es auch nicht so richtig, weil ich bin der Meinung, Milch ist kein Gift, Milchprodukte sollte man trinken als Kind und so weiter, was ihr davon haltet und lasst mich mal das mal gerne mal wissen. Der britische Regisseur Ridley Scott würde keinen Star Wars Film drehen, ich sag mal so Gott sei Dank nach dem letzten Alien-Teil, wenn der Disney-Konzern ihm die Regie für einen Teil der Weltraumsaga jemals anbieten sollte. Er sei zu gefährlich, also zu gefährlich, ich glaube eher, dass sein Zenit ist erreicht, würde ich eher mal sagen, um bei so einer Art Film jemals die Führung übernehmen zu können, sagte Ridley der Website Vulture.com. Ich glaube, sie wollen die Kontrolle behalten und ich habe die Kontrolle gern selbst. Ja, man hat ja gesehen, ganz ehrlich, im letzten Alien-Teil, es war einfach zu viel Kontrolle und ich bin ganz froh, dass die beiden neuen Drehbuchautoren von Game of Thrones das Ruder bald übernehmen werden. Ich bin gespannt, was die beiden erreichen und ja, mal gucken, was daraus wird. Ja, das waren die News gewesen für diese Woche.
Ich denke mal, das war auf jeden Fall sehr interessant gewesen. Der Hype ist da bei Infinity War. Die anderen Sachen habt ihr ja gesehen. War heute ein bisschen Marvel-lastig. Ich denke mal, das war aber ein bisschen wichtig gewesen. Ich war auch sehr interessant zu wissen überhaupt, was da jetzt abgeht. Und da wird es auch nochmal ein Infinity War Video zu geben. Zu ein paar Faktenvideos, noch was zu Thor 3. Es wird nochmal ein Special kommen die nächsten Tage. Auf jeden Fall über das Thema Fortsetzungen und Independent-Film. Ja, und was kann man noch mehr sagen, als nur vielleicht lassen Abo da. Vergesst nicht das Gewinnspiel, was ja gerade läuft. Road to 1000. Haut rein, bis dann und ciao und bam.